Einen wunderschönen guten Tag, meine liebe Welt, und herzlich willkommen zu einer neuen News-Spezialfolge. Heute wurden in Japan ein paar Karten aus SV7 Stellar Miracle enthüllt. Und diese Erweiterung wurde ja auch gestern bei uns enthüllt, heißt Stellar Krone. Und da bin ich in einer News-Spezialfolge drauf eingegangen. Kann ich auch in der Videobeschreibung verlinken. Schauen wir uns mal die Karten an, die dann eben auch bei uns am 13. September erscheinen werden. Angefangen mit diesem Whatsapp hier, ein ziemlich starkes Whatsapp. Sieht man ganz klar am ersten Angriff oder auch am einzigen Angriff, da kann man bis zu 4 Energien an seine Pokémon anlegen, wenn es Basispflanzen oder Basiselektro bzw. und Basiselektroenergien sind. Genau, ziemlich starkes Whatsapp, und das hat natürlich auch eine Entwicklung, nämlich Voltula EX. Jetzt wurde diese Karte dann auch offiziell enthüllt mit 2 ordentlichen Angriffen. Also ziemlich okay, ich würde aber nicht sagen, dass es super stark ist. Weiter machen wir dann mit einem Hefel, das ist einfach nur da, in der Übersetzung habe ich davon nicht, ist wohl nicht super stark. Und das entwickelt sich natürlich zu einem Buckel, in diesem Falle ein Buckel EX. Auch das ziemlich interessantes Pokémon, besonders eben die Fähigkeit. Oh ja, der Angriff hingegen 130 Schaden für 2 Farblos-Energien und Verwirrung ist jetzt nicht super stark. Dann mache ich weiter mit einer Karte, Schlurm EX, die wurde bereits vor ein paar Tagen enthüllt, habe ich aber auch mit reingenommen, weil es natürlich eine EX-Karte ist und ich wollte keine eigene Folge dazu machen. Am vergangenen Mittwoch wurde das, glaube ich, enthüllt, auch ziemlich interessant, und irgendwie mag ich das Artwork hier von diesem Schlurm. Dann haben wir auch Tara hier, eine Trainerin aus Kamsin und Purpur natürlich, beziehungsweise dem zweiten DLC der Blaubeerakademie. Und die ist auch in Ordnung, diese Karte. Ich weiß nicht genau, wie stark sie ist, das kann mir ja gerne jemand sagen, der sich ein bisschen mehr mit dem kompetitiven Aspekt oder der kompetitiven Seite vom TCG auskennt. Und zu guter Letzt für die Übersetzungen, es ist noch nicht die letzte Karte, habe ich hier eine Ass-Klasse-Karte, der ehrwürdige Baum. Und das ist auch eine sehr starke Ass-Klasse-Karte, soweit ich das einschätzen kann. Weil man eben ein Stufe 1 Pokémon bzw. ein Basis-Pokémon im Spiel direkt zu einem Stufe 2 Pokémon entwickeln kann. Theoretisch zumindest. Es gibt einige Bedingungen, die man ja da sieht in diesem Effekt von der Karte. Ziemlich langer Text, aber besser konnte ich es nicht übersetzen. Und das war ja nicht die letzte Karte, denn es wurden noch ein paar Secret Rares enthüllt. Angefangen hier mit WhatsApp Art Rare und Noctu Art Rare. WhatsApp hat wirklich viel Liebe in dieser Erweiterung bekommen. Es ist auch nicht das erste Mal in der Geschichte des TCGs, dass WhatsApp sehr beliebt ist. Ja, schöne Art Rare, und Noctu wird bei uns in der SV7 Top Trainer Box sein. Also das wird die Promo dort in der Top Trainer Box natürlich. Und weiter machen wir dann mit einem Hydrapfel EX Special Artware, eine seltene, besondere Illustration, die ziemlich cool aussieht. Also das mag ich wirklich. Hydrapfel ist ja schon ein bisschen derpy und so, aber das ist wirklich coole Karte. Mir gefällt das sehr, sehr gut. Und noch besser gefällt mir dann Terrapagos EX Special Artware oder auch hier eine seltene, besondere Illustration. Also wirklich wunderschön, und interessant finde ich an dieser Stelle auch den Rand. Das ist ja ein Stellar Terra Kristall Pokémon EX, und ich weiß es nicht, noch nicht, aber vielleicht haben alle Stellar Terra Kristall Pokémon EX diesen besonderen Rand, vielleicht zumindest. Auf jeden Fall sieht es wunderschön aus, und damit kann ich dann auch diese Folge abschließen mit dieser schönen Karte, denn das war's erstmal für das Update heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen, und wir sehen uns dann spätestens am Sonntag mit der nächsten Stoll-News-Folge. Also bis dann, ciao!